ein Riesending. Tolle Bands hier, alle sind verkleidet. Ich habe einige schon gesehen, haben sich extrem viel Mühe gegeben. Und ja, ist ein Event, auf das halb Köln das ganze Jahr hinfiebert. Und dementsprechend steigt auch bei mir die Vorfreude. Ist auch eine Art Teambuilding. Die Jungs kennen das deutlich mehr als ich. Und die Vorfreude ist da gewesen. Und wir wollen alle den Abend heute Abend genießen. Und trotzdem verlieren wir den Fokus für Sonntag nicht. Also ich glaube, den Karneval in Köln kann man auch losgelöst von Ergebnissen sehen, muss man auch losgelöst von Ergebnissen sehen. Ist nun mal hier eine ganz spezielle Jahreszeit. Trotzdem hat der Sieg gegen Frankfurt natürlich allgemein dazu beigetragen, dass die Laune und die Stimmung besser geworden ist. Heute Abend, glaube ich, das gehört dazu, zum FC, die Sitzung. Dementsprechend sollen die Jungs das auch ein Stück weit genießen, aber ist klar, dass sie nicht irgendwie übermäßig viel Alkohol trinken sollen, dass sie rechtzeitig zu Hause sind und dann ab Donnerstag zählt da nur noch Fußball, da muss der Karneval hinten anstehen, aber das sehen die Jungs genauso. Für heute ist klar, feiern in großen Anführungsstrichen mit angezogener Handbremse. Es gibt eine Sperrstunde, 22 Uhr ist keiner mehr da, weil es eigentlich etwas Wichtiges ist, nicht die Sitzung, sondern das Spiel am Sonntag in Hoffenheim. Also ich glaube, jeder von uns ist vernünftig genug, das gut einzuschätzen. Ich finde einfach, wir sollen den Abend als Mannschaft genießen. Das schweißt auch zusammen, so einen Abend, finde ich. Ich glaube, manche haben sowas noch nie erlebt, was gleich in einer Stunde oder anderthalb Stunden losgeht. Und von daher, ich glaube, das kann uns nur vorwärts bringen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, es gibt nichts Geileres. Und es hat keine andere Bundesliga-Mannschaft, außer vielleicht ein bisschen Mainz. Aber ich glaube, da sind wir schon gut vorne dabei.